Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute, wie ihr sicher schon gesehen habt, gibt es mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes. Denn mein Netzwerk Aliens veranstaltet momentan einen riesengroßen Adventskalender auf deren Kanal. Und ich, der GamingGuides.de, ist das 10. Türchen dieses Adventskalenders. Und ja, viele YouTuber veranstalten jedes Mal dann eine Verlosung. Das Ganze passt natürlich auch zu deren Kanalkonzept. Und ich habe heute die Ehre, ein riesengroßes Minecraft-Paket, sollte man sagen, im Wert von 150 Euro an einem von euch zu verlosen. Und das freut mich aber mega, weil ich selber ein absoluter Minecraft-Freak bin, würde ich das Ganze schon sehr, sehr gerne selber behalten und gewinnen sozusagen. Aber es macht mir noch eine größere Freude, einem von euch noch ein riesengroßes Weihnachtsgeschenk zu machen. Und das Ganze ist sozusagen in Partnerschaft mit meinem Netzwerk und Phonidelia. Deswegen mache ich oben links vorsichtshalber auch mal Hashtag Werbung hin. Das ist das erste Mal, dass ich das auf meinem Kanal machen müsste. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber die haben mir das Ganze sozusagen zur Verfügung gestellt und ihr könnt das dann ohne irgendwelche Kosten einfach mal gewinnen. Beziehungsweise einer von euch, wie gesagt. Bevor wir zu den ganzen Teilnahmebedingungen kommen und wann das ganze Gewinnspiel endet und wie man teilnimmt, halt wie gesagt, zeige ich euch erstmal, was denn alles in diesem coolen Minecraft-Paket so drin ist. Ihr habt sicher schon gesehen, ein paar Plüschtiere sind dabei, natürlich auch der Slime, ein Creeper und natürlich noch ein Eisengolem. Ich konnte das halt quasi selber so zusammenstellen. Es sind auch Tassen dabei, zwei Portemonnaies und ein Schlüsselanhänger, eine Spitzhacke in Übergröße und habe ich irgendwas vergessen? Ich habe jetzt leider nicht das Bild offen, aber auch ein kleines Skelett, ja, eine kleine Skelettfigur sozusagen ist auch noch dabei und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jedenfalls seht ihr das Ganze ja auch eingeblendet. Das alles hat einen Wert von, glaube ich, 145 Euro, also aufgerundet 150 Euro. Ich durfte das Ganze zusammenstellen. Wie gesagt, ganz, ganz nett und lieb in Partnerschaft mit Phonidelia und meinem Netzwerk halt, wie gesagt. Und ihr oder einer von euch kann das heute gewinnen. Doch bevor wir dazu kommen, wollte ich auch einfach mal passen zur Weihnachtszeit, weil es einfach die schönste Zeit des Jahres ist und auch irgendwie die perfekte Zeit ist, um Danke zu sagen. Ein riesengroßes Dankeschön an euch raushauen, Freunde, denn ich weiß, ich mache aktuell wieder etwas weniger Videos, bin sehr, sehr inaktiv geworden, was das angeht, weil ich auch momentan in Real Life sehr, sehr viel zu tun oder um die Ohren habe und trotzdem sind viele, viele von euch einfach immer noch unter jedem Video von mir am Start und da muss ich einfach mal ganz ehrlich einen riesengroßen Respekt und ein großes Dankeschön an euch raushauen. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Über 4 Jahre sind wir jetzt schon dabei und es gibt einfach noch viele, viele Leute, die schon eine sehr, sehr lange Zeit dabei sind. Durch Höhen und Tiefen sind wir zusammengegangen und die Leute sind einfach immer noch am Start. Dafür geht auf jeden Fall mal ein riesengroßes Dankeschön raus. Vielen, vielen Dank, wie gesagt. Jedenfalls, um teilzunehmen, müsst ihr einfach nur natürlich wieder mal ein Abonnent von mir sein, das wäre im besten Fall natürlich so, und in einen Kommentar schreiben, der mit dem Satz bzw. mit den Wörtern beginnt, ich bin dabei, und dann möchte ich einfach mal von dir wissen, was war dein schönstes, größtes und bestes Weihnachtsgeschenk, was du in deinem ganzen Leben je bekommen hast. Dazu muss ich aber noch kurz differenzieren, groß und wunderschön und bestes Weihnachtsgeschenk heißt jetzt nicht, ja, welche war vom Wert her das höchste, also was war am teuersten oder sonst irgendwas, sondern was dir einfach am meisten Freude bereitet hat. Das muss jetzt nicht letztes Jahr gewesen sein oder vor 5 Jahren. Das ist einfach dir überlassen, was dir bisher am meisten Freude gemacht hat. Passend dazu kann ich einfach mal ein Beispiel geben. Ich zum Beispiel habe vor, jetzt lass mich nicht lügen, wann kam die Nintendo Wii raus? Die erste Nintendo Wii, als die rauskam, habe ich an Weihnachten diese Konsole bekommen. Und ich muss sagen, ich hat mich ein Affen abgefreut. Also ich habe mich wirklich so gefreut. Ich habe die ganze Nacht gesuchtet. Ich weiß gar nicht, welches Spiel da parallel zu rauskam. Ich glaube Mario Kart sogar. Und es war, ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über ein Geschenk gefreut wie in diesem Weihnachtsjahr. Ich habe auch mal ein Fernsehgeschenk bekommen. Das kommt jetzt eigentlich auch schon abgehoben. Nein, aber das ist, das käme eigentlich auch schon an zweiter Stelle. Aber die Wii, muss ich sagen, die hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und das war sozusagen mein bestes und schönstes Weihnachtsgeschenk. Mittlerweile, muss ich sagen, bin ich in einem Alter gekommen, wo ich mir tatsächlich gar nicht mehr so viel wünsche, sondern einfach nur sage, ja, wenn ihr mir was schenken wollt, schenkt mir einfach Geld. Das ist sozusagen das Einfachste, weil ich keine speziellen Wünsche habe. Ich weiß nicht, wie das aktuell bei euch so aussieht. Aber ich möchte jedenfalls von euch wissen, was war euer größtes oder schönstes oder bestes Weihnachtsgeschenk, was ihr jemals geschenkt bekommen habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Die restlichen Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Beschreibung. Ihr müsst natürlich auch damit einverstanden sein mit diesen Teilnahmebedingungen. Auch damit, dass ich eure Mailadresse brauche, falls ihr gewinnt. Und natürlich auch eure Hauptadresse brauche, falls ihr gewinnt, damit ich das Paket direkt zu euch nach Hause schicken kann. Für die unter 16-Jährigen müsst ihr das dann auch mit euren Eltern leider abklären. Dafür brauche ich dann auch eine Bestätigung. Es muss alles wirklich regelkonform sozusagen, ja, geleitet werden, beziehungsweise ja, auch geführt werden, muss ich einfach mal sagen. Alles findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank an mein Netzwerk Aliens und natürlich auch an Phonidelia, die mir das glücklicherweise zur Verfügung gestellt haben. Ich wünsche jedem von euch wirklich sehr, sehr viel Glück. Genießt die Weihnachtszeit mit euren Familien. Jede Sekunde zählt, Freunde, ich sage es euch. Und jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer GamingGuides.de und ciao, ciao.
It's so strange. 'Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people look at you the strangest. Wonder how they looked at Picasso when he painted. Probably how you...